い、皆さんこんにちは、レナです。今日はおじさんとおばさんを日本のお酒を飲ませてあげたいです。過去に飲んだことあるかどうかもまだ後で聞きたいし、今日は獺祭の日本酒を用意して、あとはちょっとなんかサントリーのハイボール、誰でも日本人が知ってるウイスキーのハイボールです。最後は私の大好きな梅酒です。この3つをおばさんとおじさんに飲ませてあげたいです。で、私の両親もいるので、ちょっとそこもコメントをいただきたいです。私のおばさんがウリと言います。Meine alte Tante Uli. Meine alte Tante Uli. So, jetzt darfst du konnichiwa sagen. Konnichiwa. それと私のおじさんのウーベです。Hallo. Konnichiwa. Hallo, auch gut. Wir haben drei japanische Alkohols mitgebracht. Und zwar einmal Sake, ein ganz bekannter Sake. Okay. Ein Suntory Highball. Das ist Whisky gestreckt mit Sprudelwasser. Das also, ist kein teures Alkohol. Das ist sehr Standard. Also nicht japanisch, sondern eher... Doch, doch, das ist extrem, ja, ja, extrem japanisch. Suntory Highball. Das klingt eher, ja, amerikanisch. Aber es ist ganz, ganz japanisch. Okay. Umeshu. Und das ist eine Aprikosenart. Die könnt ihr hier unten drin, aha, sehen. Aha. Und es ist eine Art eingelegter Likör oder sowas. Wir fangen mit dem Sake an. Und da wollte, ja, ich euch erstmal fragen, ob ihr schon mal Sake getrunken habt. Jo. Ja. Ja, einmal in einem Restaurant japanisch. Aha. München. Also wir haben beide Sachen probiert, sowohl kalt als auch warm. Und? Ja. Also ich habe den warmen sehr gern gehabt. Ja? Ja. Echt? Okay, cool. Ja. Und wie war es für dich, Uwe? Mehrfach in Norddeutschland. Okay. Japanisches Restaurant. Mhm. Schmeckt mir sehr schön. Echt? Ja. Okay. Dann schauen wir mal, ob das hier schmeckt. Sake ist ja, was wir sagen in Deutschland. Ja. Die Japaner, ja, sagen Nihonshu. Nihon für, ah, Japan und, ah, Shu für Alkohol, also japanischer Alkohol. Ach so, Nihon. Ist, genau. Und Nippon. Ja, die sagen Nihon, die sagen nicht Nippon. Okay. Dasai, das kennt in Japan jeder. Das ist so ein ganz... Und bekommen wir den jetzt auch zur Verkostung? Ich rede zu viel, ich merke es schon. Schauen wir mal, wie der aufgeht. Daran siehst du den Alkoholkenner. Ja, genau. Also. Genau. Das ist in so einem bauchigen Glas, weil das auch die Japaner in bauchigen Gläsern trinken. Weil den muss man nämlich genau wie Wein zum Beispiel auch erstmal riechen. Und je nachdem, was es für eine Art Sake ist, hat der dann auch so fruchtige Noten und sowas. Der Geruch ist sehr angenehm. Ja? Ja. Genau, ich kann allerdings nicht genau sagen, was du riechst. Reis? Nee, also irgendwie Pfirsich mit, mhm, Aprikose irgendwie. Also doch irgendwie fruchtig. Ja. Ja, ja. Also Prost, Prost, Prost. Kampai. Kampai. Kampai? Ja. Kampai. Jetzt kommt der Reis durch. Ja, genau. So ist es halt bei Sake. Der Reis kommt immer irgendwann durch. Fruchtig. Sehr fruchtig. Ja. Sehr angenehm und weich. Mhm. Ja. Süß? Genau. Da habe ich schon Sake getrunken, der war irgendwie scharf. Aber, ja, der hier ist sehr weich. Okay. Sehr angenehm. Auf Besuch in Japan. Als wir da in dieser Ortschaft waren, wo es diese ganzen vielen Sake... In Takayama. Ja. Takayama, ja. Genau, da war ich in einem Laden drin, mhm, und habe drei verschiedene Sake probiert. Mhm. Und die haben mir alle drei definitiv nicht geschmeckt. So, jetzt probier. Aber der schmeckt, der riecht sehr fruchtig. Mhm. Ja. Schmeckt besser als den ich damals getrunken habe. Okay. Du solltest vielleicht eine Reiswaffel dazu essen. So, ich rieche jetzt mal. Ja, lass die Mama mal. Also es riecht schön zart, finde ich. Ja. So, ja, fruchtig zart. Also nicht, genau, so auffällig, nee, sondern, nee, angenehm. Genau. Sehr mild. Sehr gut. Mhm. 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 Ja, ist ja überhaupt, ne, nicht rass, nee, oder, nee, so. Nee, genau. Aber hat so einen Beigeschmack. Ja, ist Reis. Ja. Genau. Also vom Geruch her erwartet man jetzt so mehr Süße, mehr, also eben mehr Pfirsich, genau, oder Aprikose oder das so. Das geht unter, weil danach kommt unter irgendein, ja, genau, anderer Geschmack. Ja, genau. Und zwar ein bisschen, ein Tick muffig, aber ganz, findest, wenig. Ja, ja, ich finde es
Ja. Schmeckt okay. So ein bisschen hefig. Ja, genau. Ja, das kann ja, sein. Ja. Ja. Aha. Also der ist gut trinkbar. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, genau. Ist gut. Mhm. Danke. Ja, das ist gut. Ich mache ihn mir noch warm. Kann ich den jetzt auch austrinken? Ja? Du darfst ihn auch austrinken. Warm, heiß. Es ist ja hier noch ja. Da. Ja? Ja. Also warm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber nicht wärmer als 50 Grad. Nein, um Gottes Willen, dann ist der ganze Alkohol im Glas. Kein Glühsake, genau. Nee, aber Glühsake? Das kann ich, also das werde ich nachher Glühsake? Probieren. Glühwein? Glühwein? Glühsake? Ah. No. Als nächstes trinken wir Suntory Highball, was ein super günstiges japanisches Whisky-Mix-Getränk ist. Das trinkt man einfach, wenn man irgendwie in einer japanischen Bar unterwegs ist. Und wie viel Prozent hat man? Das hat 7%. Genau. Wow. So, erstmal okay. Uwe. Du zuerst. Uwe. Ja, muss ich noch was wissen vorher? Nee, ich weiß auch gar nichts darüber. Also ich kann dir überhaupt nichts dazu sagen. Du möchtest nur wissen, ob es schmeckt? Genau. Suntory ist die Brauerei und dann heißt es den Kaku Highball. Was heißt, keine Ahnung, viereckiger Highball. Warum der so heißt, weiß ich nicht. Und ansonsten Whisky. Okay. Es schmeckt wirklich auch nach Whisky. Okay. Ja. Ja. Whisky ist drin. Ja. Und da schmeckt man. Ja. Und welche ja. Art? Also schottischer oder... Nein. Whisky mit EY geschrieben. Es könnte so. Natürlich nicht richtiger Whisky sein, sondern das Aroma von Whisky. Ja. Das weiß man nicht. Aber Frage. Imitiert, oder? Whisky aus, ja, also in Japan hergestellt. Und dann irgendein Lemon-Spritz. Also für heiße Sommertage ist das sicherlich das Richtige. Auf das Wohl aller? Ja. Ja. Es riecht nach nichts. Nicht nach Whisky. Würde ich auch meinen Leihenkeln geben. Wie alt sind deine Leihenkel? 5 und 7. Nein! Ja, so, so. Schmeckt ja? Nicht alkoholisch. Nein. Hat also, aber 7%. Ein bisschen über, zu viel Prozent, um das deinen Leihenkeln zu geben. Also ich könnte es verbessern, ja, indem, du? Indem ich noch etwas Whisky und etwas Zitrone. Okay. Ja. Riecht es nach Whisky? Also definitiv. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine Blindverkostung gemacht hätte und hätte daran gerochen, hätte ich gesagt, irgendjemand hat mir da ein Whisky-Cola hingestellt. Whisky-Cola? Ja. Aber es riecht doch nicht nach Cola. Nee, es riecht nicht Nein, nach Cola. Es riecht nicht nach Cola, aber es erinnert, mich eben, genau an das, was wir Sprudel immer als Jugendliche, respektive junge Erwachsene auf den entsprechenden Fäten eben getrunken haben. Und das war meistens Whisky-Cola. Ah ja, Coke Highball. Ach so. Gibt es in Japan auch Whisky-Cola. Whisky-Cola? Ja. Highball. Ah ja. Ja, also im Nachgang merkt man schon Whisky. Aber ich könnte jetzt nicht unterscheiden, ob es schottischer oder Bourbon ist. Das soll einfach nur einen Geschmack geben wahrscheinlich. Und ich hätte es gerne auch zitroniger. Du auch? Ja, ich probiere einfach mal, weil es mich interessiert. Also es riecht super leicht nach Whisky. Jo. Ne? Also es ist ein Hauch. Gut, Nase. Wow. Ach, das ist ja... Das kann man wirklich so wegkippen, genau. Wenn es warm ist, ja. Also da ist nichts drin, also schmeckt nach... Ja, doch, überhaupt kein 1% warm. Ja, aber es schmeckt, wenn du noch als wäre nichts drin. Ja. Reintust, dann hast du das Gefühl, dass du auch noch was Gesundes hast. Ja. Ja, kann man gut wegtrinken. Ne? Sehr, sehr leicht. Mhm. Ah, leicht, Ramonette, das ja. Ja. Ja, obwohl ich keinen Whisky mag, das könnte ich auch trinken. Genau, ich auch. Also, ich hatte noch nie Whisky-Soda. Und wie viel müssen die Japaner jetzt für diese Kanne ausgeben? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Taka? Was hat das? Suntory Highball wa ikura suru no? Suntory no Highball, Kaku Highball, 180 yen toka, 200 yen toka. Also 1,50 oder sogar günstiger als 1,50. Okay. Dann trinken wir das letzte. Wie gesagt, Umeshu.
Choya ist so die Marke, die macht den allermeisten Umeshu in Japan hier. Choya, das ist das, was man Choya immer findet. Ja, das kennt man hier ja auch. Echt? Ne? Ja, ja, Choya. Also okay. Nicht das Getränk, sondern als... Die Marke. Ja, Marke. Wir haben im Edeka. Supermarkt, im Edeka, verkaufen sie Umeshu Choya. Ach, ach, wirklich? Ja. Wow. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich auch. Und dann tun wir hier... Isst man die? Ja. Mhm. Musst du aber noch ein Spickel-Ding. Ich hab, sowas ja, hab genau. Ich. Ah, wie süß! Okay. Da ist ein Kern auch drin. Ja? Ah. Okay, so, ne? Eingelegt in unterschiedlichen Arten von Alkohol. Ich mag es am liebsten, wenn es in Brandy oder sowas eingelegt ist. Das hier ist... Also vermutlich wurde das aus Shochu gemacht, was eine... andere Art japanischer Alkohol ist destilliert aus Kartoffeln oder sowas in der Art. Ja. Es ist süß, also wirklich wie Nachtisch. Ja, ja. Das ist mein Lieblingsalkohol. Mhm. Genau. Und diese Pflaume. Die schmeckt genauso. Ja, die Pflaume ist pflaumig. Also ich meine, der ist, schmeckt noch. Wahrscheinlich japanischer Rumtopf. Ja. Also es schmeckt nicht unbedingt nach Aprikose, sondern ein bisschen pflaumig. Vielleicht. Schmeckt es dir? Ja, das ist wunderbar. Echt? Ja. Ja. Schmeckt dir gut? Ja, du magst aber auch Likör und solche Sachen. Ja, ja, ja. So ja. Süße. Genau. Ja. Und es ist nicht zu süß. Uwe, du bist nicht so ein Süßer, gell? Nee, Uwe eher nicht. Ja, also schauen wir mal. Da ist ein Kern drin, aufpassen. Jetzt sagt sie es. So bin ich mit runter. Fein, sehr fein. Den Uwe schmeckt nicht. Das ist ein reines Frauengetränk. Der Uwe trinkt gerne Whisky und zwar am besten ganz, ganz rauchig. Ja, genau. Dann muss ich noch hinterher spielen. Okay. Boah. Ja, der Papa trinkt schon auch. Ja? Ja, erinnere mich an irgendwas, ich weiß aber noch nicht an was. Das ist eine Aussage. An was Positives oder Negatives? Negativ eher nicht, aber... Und so ein bisschen erinnert mich das an Vodka Martini, so ein bisschen. Ich finde das nicht schlecht. Nee, ist also gut. Eben. Schmeckt es dir? Ja, ist erfrischend. Ist ein schönes Frauengetränk. Also für den Sommer auch, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, in Japan ist es so, aber die Frauen haben es immer schön. Die Frauen sind so. Japan ist es so. Ist gut. Ist okay. Ja, ne? Ja. Ja. Magst du? Ja. Eins. Ja, prima. Ja, doch. Sehr schön. Überleg dir einen Import-Export aufzumachen. Ja, gute Idee. Wir importieren nach Japan deutsches Bier und wir exportieren Umeshu. Ja. Gute Idee. Oder diesen Sake, der ist auch gut. Sake gibt es ja auch bei uns zu kaufen. Das wäre interessant zu wissen, wie der vom Supermarkt halt schmeckt. Oh Gott, nee. Ja. Das solltest weißt du nicht machen. Nee. Der meiste Sake im Supermarkt ist halt mehr so Kochsake. Ach, das gibt es zum Kochen auch? Ja. Also die günstigsten Arten Sake in Japan, die werden zum Kochen hergenommen. Also nur 25% poliert sind oder sowas. Die haben so ein kratzigen Dings. Und deswegen kann ich dir nicht empfehlen. Wo tut man das rein? In was für ein Essen? Okay. Also so Fischgerichte und Fleischgerichte. Okay. Ah, ja. Also ich möchte jetzt von jedem von euch ein Ranking. 1, 2, 3. Welcher Sake am besten war? Du darfst anfangen. Ja, also ich bin dann auf jeden Fall hier dafür. Hier, Nummer 1. Ja, genau. Tatsächlich? Ja. Mhm. Und Nummer 2? 2 und 3. Ja, dann hier Sake und dann den das abgeschlagen. Ja, muss ich nicht unbedingt. Also Uwe, dein 1, 2, 3? 1, 2, 3. Also, okay. Das hier war am besten. Ja. Das freut mich. Papa? Ja, bei mir ist genau die Reihenfolge so, wie es da steht. 1, 2, 3. Und dann 3. Weil du einfach den Whisky eher am besten noch magst. Genau. Und die anderen zwei haben irgendwas Alkoholisches, was du nicht magst. Genau.
Und die Mama? Bei mir tatsächlich auch erst der Sake, und dann der Umeshu und der Highball ist für mich Wasserpansche, ich weiß nicht. Also ich bin überrascht, dass es so unterschiedlich ist, aber daran merkt man halt auch, dass alle Menschen unterschiedliche Sachen mögen und nicht mögen. ここでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。